Heute zeige ich euch, wie ihr mit ganz vielen Mandarinen plus selbstgemachten Vanillepudding den leckersten Mandarinenstreuselkuchen mit Hefewasser herstellt. Wow, ist der lecker! Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles, was dein Gebäck begehrt. Ich habe hier 500 Gramm Mehl, egal ob ihr Weizen oder Dinkel nehmt, das könnt ihr variieren und gebe dazu noch ein bisschen Zucker. Danach eine Prise Salz, die könnt ihr optional auch weglassen. Und dann hier Hefewasser. Wie man selber Hefe herstellt, egal ob eine Krise gerade besteht oder nicht, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Sie ist in jedem Fall viel leckerer, bekömmlicher und gesünder. Noch ein bisschen Milch, ich habe jetzt hier Hafermilch verwendet. Und dann noch ein bisschen Butter. So, dazu kommt noch ein Klecks Lievito Madre, das ist ein milder italienischer Sauerteig. Oben rechts unter dem i verlinke ich euch nochmal, wie der funktioniert, sowohl in der normalen als auch in der Turbo-Variante. So, den Teig knete ich jetzt. Weizen circa 10 bis 15 Minuten. Arbeitet ihr mit Dinkelmehl 5 bis 8 Minuten. Und in der Zwischenzeit kann ich schon mal die Streusel herstellen. Mehl, Butter, Zucker, das reicht schon dafür. Und dazu gebe ich optional noch ein bisschen Vanilleextrakt. Die habe ich selber hergestellt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr oben rechts. Auf jeden Fall ist sie nicht chemisch gemacht, denn das, was ihr im Supermarkt kriegt, ist das mit Glycerin. Da halte ich nicht so viel von. Diese ist jetzt mit Wodka hergestellt. Ja, ihr könnt auch jeden anderen hochprozentigen Wodka nehmen. Alkohol, Entschuldigung. Ich hatte den jetzt noch da, habe den verwendet und der eignet sich wirklich hervorragend. Das Vanilleextrakt ist ein bisschen flüssiger, da nicht wundern, aber es ist richtig lecker und gut. So, die fertigen Streusel. Halt, wer nascht denn da? Das gibt's ja gar nicht. Kurz weggeschaut. So, schnell Deckel drauf und zur Seite stellen. Habt ihr auch so Naschkasten zu Hause? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. So, ich decke den Teig, der jetzt fertig ist, ab. Dieses Bienenwachstuch habe ich frisch aufgefrischt. Und wie das geht, verrate ich euch am kommenden Mittwoch. Da könnt ihr schon gespannt sein. Es lohnt sich sehr. Wenn das Video hochgeladen ist, verlinke ich euch das hier auch nochmal eben. So, schön festmachen, zur Seite stellen und dann so circa 6 bis 8 Stunden stehen lassen bei Zimmertemperatur. Die Zeit nutzen wir natürlich wieder sinnvoll. Ich habe hier so circa 9 Mandarinen. Das kann variieren je nach Größe. Und die schäle ich. Natürlich könntet ihr auch Mandarinen aus der Dose nehmen. Von denen halte ich persönlich nichts. Ich weiß, wie sie hergestellt werden und das ist nicht lecker. Es gibt Alternativen, die werde ich euch demnächst auch noch mal zeigen. Da habe ich bei Natürlich Selbstgemacht ein ganz tolles Video gesehen. Vielen Dank dafür. Das heißt, ihr könnt euch die selber ganz wunderbar einlegen, ohne dass ihr großes Equipment braucht. Und das ist viel leckerer und vor allem auch gesünder. So, ich pule mir jetzt hier die Mandarinen und bin schon sehr gespannt, was ihr von diesem Kuchen haltet. Also, wie gesagt, zur Not nehmt die Früchte aus der Dose. Wenn ihr es anders machen könnt, dann gerne so. Und das Tolle an diesem Kuchen ist, er schmeckt nicht nur mit Mandarinen gut, sondern auch mit jeden anderen Früchten. Probiert es mal aus, mit Äpfeln, Orangen oder Birnen. Sehr, sehr lecker. So, dann habe ich hier Zucker und Speisestärke. Ich bereite nämlich jetzt den Pudding vor und gebe wieder ein bisschen von meinem selbst hergestellten Vanilleextrakt hinzu. Circa 50 Milliliter. Wenn ihr das Gekaufte nehmt, dann vielleicht maximal 2 Teelöffel. Das vermenge ich jetzt miteinander, damit es schön klümpchenfrei ist und gebe später noch mal ein bisschen Milch hinzu, damit ich das richtig gut verrühre und wenn ich dann den Pudding dann mache, dass da auch keine Klümpchen entstehen. So einfach geht der selbstgemachte Pudding. Da braucht ihr keine Tütchen kaufen. Selbstverständlich könntet ihr das jetzt auch machen. So, zack. Ab damit in die Milch. Und ich werde den gleich noch mal ein bisschen verfeinern. Das zeige ich euch gleich noch mal. Denn von meinen Ofenberlinern mit Mandarinenguss habe ich noch ein bisschen Mandarinensaft übrig. Und den werde ich gleich auch noch hinzufügen. Das gibt noch mal eine schöne Farbe. Das ist jetzt tatsächlich optional. Das habe ich auch in die Rezeptliste, die ihr unten findet, nicht hineingeschrieben. Aber damit könnt ihr es noch mal ein bisschen aufwerten. Vielleicht auch, wenn ihr nicht genügend Milch habt. Nimm stattdessen Saft. So, kurz aufgekocht, dass es dick wird. Und dann gebe ich die 2 Eier komplett hinzu. Und durch das Eigelb beim Ei
kriegt der Pudding jetzt auch schön diese Vanillefarbe. So, schön umrühren. Und er riecht so lecker, echt fantastisch. So, und danach gebe ich jetzt, ihr seht das Glas vielleicht hinten, ein bisschen Mandarinensaft ist übrig geblieben. Also bei uns kommt auch wirklich nichts weg. Ich arbeite wirklich daran, dass nichts unnötig weggeschmissen wird, dass keine Lebensmittel schlecht werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn wie wir ja gerade merken, alles ist sehr, sehr kostbar. So, schön umgerührt, abkühlen lassen und der Teig nach circa 6 bis 8 Stunden. Er ist nicht extrem viel aufgegangen, aber lasst euch da mal überraschen, das kommt gleich noch. So, ich habe hier ein Backpapier ausgelegt in meiner Form und drücke jetzt diesen schönen, weichen, fluffigen Teig entlang. Da müsst ihr auch groß nichts vorbereiten, kein Einfetten oder irgendwas, das klappt tatsächlich so. Ihr könnt natürlich den Rand, wenn ihr sicher gehen wollt, dass der sich später lösen soll, noch ein bisschen einfetten. Aber ihr seht, bei mir ist da kein Fett dran und es hat sehr gut geklappt. So, schön dran drücken. Ich glaube, ich habe tatsächlich das Fett an dem Tag vergessen. Habe ich gerade so überlegt, denn normalerweise fette ich die auch tatsächlich ein. Aber es hat sich trotzdem sehr gut gelöst. Ihr seht es gleich. Dann der Rand, circa 2 cm hoch. Guckt, dass ihr diese Kante schön flach kriegt, so es geht. Denn der Teig wird gleich schön aufgehen und wenn ihr das nicht so mögt, dass der Rand dicker ist, dann guckt, dass ihr mehr am Boden macht. Man könnte auch zum Beispiel leckere Pflaumen machen. Das schmeckt bestimmt auch richtig toll. Verratet mir mal, mit welcher Variante ihr diesen leckeren Kuchen nachgebacken habt. Und wenn ihr Bilder habt, dann zeigt sie mir doch natürlich. Bei Instagram, Facebook könnt ihr die hochladen. Schreibt dann dazu eben Hashtag Emma Backt oder Emma Magians, was auch immer, dass ich das eben sehen kann. Ich würde mich riesig darüber freuen, denn ihr könnt so toll backen. Ich freue mich da immer drüber. So, und ich verteile jetzt hier die Mandarinen so richtig schön dick, denn es soll ein schöner, fruchtiger Kuchen werden. Und wenn ihr das mit eingelegten Früchten macht, dann ist das noch mal ein bisschen süßer. Da müsst ihr natürlich ein bisschen gucken, nicht, dass das zu süß wird. So. Wobei einige ja sagen, es kann nie süß genug sein, aber ich finde, das sollte schon so Maß haben. So, die Streusel hatte ich ganz kurz bei mir in den Kühlschrank drinne, deswegen muss ich die jetzt hier ein bisschen ja, kräftiger auseinanderdrücken. Verteilt die einfach so, wie es bei euch gerade passend ist und ich finde das so lecker. Also Streuselkuchen, das geht immer, oder? Wirklich fantastisch. Ich verteile jetzt hier alles und dann geht das ab in den vorgeheizten Backofen. 180 Grad Ober- und Unterhitze, so circa 40, 45 Minuten. Guckt ein bisschen, falls der noch eine Viertelstunde länger braucht, dann lasst ihn einfach gar ziehen und guckt mal am nächsten Morgen. Der ist überhaupt nicht eingefallen oder so, der ist richtig schön lecker. Und jetzt kann ich ihn hier bei meiner Form, weil der Boden lose ist, so richtig schön rausdrücken. Also das kann ich euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr so eine Form habt zum Rausdrücken. Das ist bei so einem Kuchen wirklich perfekt. So, gleich haben wir es. Er ist so lecker, ehrlich. Ich kann euch dieses Rezept sehr ans Herz legen. Und ich freue mich auf eure Nachricht, wie euch der geschmeckt hat, wie ihr ihn findet. Habt ihr hier Optimierungspotenzial? Ich finde das immer so toll, wenn ihr schreibt, wie ihr das gemacht habt, was ihr da anders gemacht habt. Denn das ist mir ganz wichtig bei meinen Rezepten, die ich euch zeige. Das sind immer nur so Grundstockwerke. Mir fehlt gerade das richtige Wort. Also ich möchte euch einfach Basisrezepte zeigen und verfeinert sie, ändert sie ab, so dass sie perfekt für euch sind. Denn jeder Geschmack ist anders und das ist doch das Schöne. So, ich genieße jetzt hier das leckere Stück Kuchen. Lecker, lecker, lecker. Ich freue mich schon sehr und bin bald wieder zurück. Eure Emma.